Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. So, jetzt stehen die beiden Teams zum Anstoß bereit. Die Gastgeber aus Oberhausen in den roten Trikots von links nach rechts. Die Bocholter, auch wenn der Spitzname des Teams die Schwatten ist, in den weißen Trikots von rechts nach links. Und da. Obst. Weiter einfach. Platzweg verlängert. Super Chance. Fackraum mit der nächsten Möglichkeit zum 10. Saisontreffer. Christian Merz, ein Mann für Eckbälle. Mickel steht am Strafraum, aber Öztürk macht es per Kopf knapp drüber. Zu beheben. Fasnacht. Vielversprechende Position von ihm. Und Mickels. Super Flanke. Obst gegen Merz. Das ganze Stadion fordert einen Freistoß, wollte ich gerade sagen. Aber Mickels geistesgegenwärtig mit dabei. Gut für uns und für den neutralen Zuschauer. Merz. Links ist Öztürk. Merz macht's alleine. Platzek. Klasse. Fakro hat so viel Platz. Fakro! Wenn der durchkommt, wird's brandgefährlich. Uns noch links neben dem Bildrand, aber die Einwechselspieler der Gastgeber machen sich schon warm. Also Terranova vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden mit der Leistung. Jetzt aber Öztürk. Öztürk schön rübergelegt. Mickels! Super Chance. Der wirklich tolle Bedingungen liefert. Ganz neu. Oh, Fehler jetzt. Und Heinz mit der Gelegenheit. Nicht zur Führung, Anton Heinz. Das gibt es ja nicht. Und die Konterchance. Platzek. Lorch. Platzek startet. Kommt an den Ball. Findet der Fakro. Ja! Und das ist die Führung für die Gäste aus Bocholt. 0:1, 41. Minute. Ein super Konter. Klasse gespielt. Platzek hat das Tempo, er ist endlich wieder fit. Das ist so wichtig. Mit dem Außenriss die Flanke reingebracht. Aber natürlich dürfen wir bei diesem Tor Davari nicht von der Schuld befreien. Den muss der Torwart eigentlich halten. Lorch. Auf Obst. Klasse in die Mitte gelegt. Lorch. Und fast das nächste Eigentor. Am Ball. Nico Klaas. Doro. Erste Aktion. Direkt mit Erfolg gekrönt. Mickels, der Nachschuss, jetzt ist er drin. Leroy Mickels und die Treffer und Treffer Nummer 2. Hier der Pass von Doro. Beide Joker sorgen für die Gefahr. Dann geht der Ball erst an den Pfosten und dann zu ihm sein zweiter Saisontreffer. Nicht gut geklärt dieser Ball. Platzek, Fakro. Und Schiedsrichter pfeift das Foul. Und die gelbe Karte für Klaas und der hatte schon gelb. Und die Geschichte, sie geht so weiter mit den Platzverweisen und
Rot-Weiß Oberhausen und damit wird es verdammt schwer. Foul ist vor dem Strafraum, Foul ist ganz klar ein Foul. Winter dazwischen. Nächste Flanke, die ist gut. Wieder Marcel Platzek. Bau gelingt, reihenweise Stürmer im Strafraum. Ball landet wieder in den Reihen der Gästen. Und Ribeiro sieht die Abschlusschance. Gar nicht schlecht. Abel. Klasse gespielt. Abel. Abel. Abgefälscht und Fakro. Aber daraus wird nichts mehr. Rot-Weiß-Oberhausen und der 1. FC Bocholt trennen sich mit 1:1. Ja, wenn mir einer vorher gesagt hätte, wir nehmen hier einen Punkt mit, hätte ich den unterschrieben. Ich glaube, wir haben gerade in der ersten Halbzeit auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Sind dann verdient auch 1:0 in Führung gegangen wollten dann eigentlich, etwas ruhiger Fußball spielen, auch mehr Ballbesitz haben. Das ist uns nicht so gut gelungen, dann gerade in der zweiten Hälfte. Das Gegentor ist aus meiner Sicht ja mega unglücklich gefallen. Der Ball geht gegen den Pfosten. Wir laufen mit 4 Leuten auf die Torlinie. Und wenn ich dann sehe, wie wir unser Tor rausgespielt haben, zweimal mit dem Außenriss, der Platz verlegt, den Ball super rüber, sind wir da hinten auch in Überzahl. Und dann haben wir halt große Chancen, das Spiel besser zu bestreiten, weil wir auch in Überzahl waren dann relativ früh, also ich glaube 35 Minuten waren es. Und wir haben dann, finde ich, zu viel durch die Mitte gespielt. Das wurde dann gut verteidigt von RWO. Und da hätten wir aus meiner Sicht mehr über Außen spielen müssen und unsere paar Flanken auch aus dem Halbfeld spielen können. So war es dann so, dass RWO auch immer wieder gefährlich wurde, mit auf zweite Bälle viel gespielt hat, aber auch immer gefährlich wurde. Und das ist natürlich dann auch schwer zu verteidigen gegen kopfballstarke Spieler. Insgesamt finde ich, war es ein gerechtes 1:1. Ich bin mit der Leistung, nicht nur mit dem Ergebnis, sondern mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Nach 11 Gegentoren in den letzten beiden Spielen hat die Mannschaft hier ein anderes Gesicht gezeigt. Und besonderes Lob möchte ich nochmal unseren Fans geben, die hier echt zahlreich angereist sind und 300 Leute dann da waren. Von daher hat sich die Mannschaft hier belohnt für ein gutes Spiel. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir hier dieses Heimspiel, wo wir den Anschluss auch wieder am oberen Drittel haben, enden können. Dass wir da keinen Dreier geholt haben. Wir sind schlecht in der Partie gekommen. Ich glaube, die ersten 15, 18 Minuten, 20 ging ganz klar an Bocholt. Wir wussten, dass wir halt bei Standard stark sind, haben halt sehr viele Einwürfe. Wir wussten auch, dass Jeff sehr weit wirft oder auch Ecken zugelassen. Ich glaube, da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir da schon 1:0 zurückliegen. Es lag aber auch daran, dass wir auch im Spiel zu viel Ballverluste hatten, zu viel eigene im Spielaufbau, wo wir dann ausgerutscht sind oder. Ich denke, dann sind wir besser reingekommen, hatten dann die Chance mit Mikkels, wo er dann aus 7-8 Meter drüber schießt. Die Riesenchance hatte dann auch Anton, wo hätte so ein Spiel dann auch kippen können. Ich denke, dann waren wir auch gut drin und zu einem Zeitpunkt, wo wir dann auch besser drin waren, kriegen wir dann im Angriff ein Umschaltspiel, den Bocholt dann halt gut ausspielt. So sind wir dann halt in der Halbzeit gegangen, haben in der Aufstellung was korrigiert, haben mit Lunga nochmal einen Flügelspieler gebracht, mit Dorum Ballsicheren, der das Übergangsspiel besser machen soll. Das hat auch sofort funktioniert. Ich denke dann auch sofort auf unser Tor das Ausgleich gemacht. Ich denke, das hat dann uns nochmal einen Schwung gegeben. Ich denke, dann waren wir auch gut drin. Und ich glaube auch, wenn wir so weitergespielt hätten in Gleichzahl, hätten wir ein komplett anderes Spiel gesehen mit mehr Power von uns, so wie ich mir das eigentlich heute vorgestellt habe. So kommt es halt zur Situation, dass Nico fürs zweite Foul gelb-rot kriegt. Dann war es natürlich für uns ärgerlich. Dann konnten wir auch nicht mehr so hoch pressen, mussten dann halt auf Umschaltspiel gehen. Hoffen, dass dann irgendwann eine Standard durchrutscht oder wie gesagt ein Umschalt. Die Mannschaft hat dann alles reingehauen und so. Denke ich, war es am Ende ein gerechtes Unschieden. Wir werden es analysieren, werden weiter Gas geben, werden uns vernünftig vorbereiten und dann hoffen wir, dass wir in Aachen dann den nächsten Dreier holen. Danke.